herzlich zur Eröffnung, zur ersten Ausstellungseröffnung im Rahmen der Reihe Carte Blanche. Das IT-Unternehmen Alpha 2000 stellt als erster sein Engagement für die Kunst dar, indem es Werke von 5 Preisträgern und Preisträgerinnen des Kunstpreises Europas Zukunft zeigt. Das ist ein sehr junger Preis, der 2004 das erste Mal verliehen wurde. Carte Blanche war von Anfang an ein umstrittenes Projekt, das wurde sehr heftig kritisiert. Man hat sogar von einem Ausverkauf der Kunst gesprochen. Und man sagt, Stein des Anstoßes war, dass wir Ausstellungsflächen, das heißt alles, was Sie hier in diesem Gebäude finden, privaten, also Unternehmen und Einzelpersonen ohne Auflagen, aber gegen Bezahlung zur Verfügung stellen. Was hat man befürchtet? Eine Aufgabe unserer kritischen Haltung, eine bedenkenlose Hinwendung zum Kunstmarkt. Man mutmaßte, dass die Galerie jetzt zu einem Forum für die Selbstdarstellung von wohlhabenden Sammlern und Sammlerinnen würde oder auch von Unternehmen. Man fürchtet eine Instrumentalisierung der Kunst, aber auch unserer Institution. Das kann man sagen, auf diese Ausstellung zumindest trifft es nicht zu. Ich denke auch, dass auf die anderen Ausstellungen nicht zutreffen wird, aber diesen Beweis müssen wir ja erst antreten. Stifter des Preises und Carte Blanche Beteiligte sind Matthias Brühl und Dietmar Schulz, Eigentümer und Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens Alpha 2000, das sich in den letzten 17 Jahren seines Bestehens zu einem der führenden IT-Systemhäuser Mitteldeutschlands entwickelt hat. Alpha 2000 operiert von 3 Standorten aus, Leipzig, Halle, Potsdam. Die Erfahrung eines repressiven Umgangs mit bestimmten künstlerischen Ausdrucksformen noch in der DDR hat es bei den beiden zu einer bewussten Förderung von Positionen, von künstlerischen Positionen geführt, die nicht im Zentrum gesellschaftlicher Aufmerksamkeit stehen. Europas Zukunft, also der Preis Europas Zukunft, wendet sich an Künstler und Künstlerinnen, die zum Zeitpunkt der Preisverleihung in Bezug auf den Kunstmarkt keine besonders wichtige Rolle spielen. Vielleicht einmal spielen werden oder vielleicht gar nicht, weil sie einen anderen Weg wählen. Alpha 2000 sammelt selbst keine Kunstwerke. Jetzt muss man sagen, dass sie dadurch an einem potenziellen Erfolg und einer Wertsteigerung von den Kunstwerken ihrer Künstler und Künstlerinnen nur, was ja schon sehr viel ist, ideell partizipieren können. Also mit Spekulation, das kann man in dem Fall vergessen. Dann müsste man das ja auch aus der Perspektive der Imagepolitik betrachten. Da gilt ebenso, dass eine breite Aufmerksamkeit von einem solchen Fokus zunächst nicht zu erwarten ist. Höchstens, wenn man es sehr, sehr langfristig sieht. Doch hat diese Ausstellung sehr viel mit Themen zu tun, die wir im Rahmen von Carte Blanche behandeln. Die Künstler und Künstlerinnen reflektieren auf verschiedenen Ebenen ökonomische Bedingungen, unter denen sie leben und arbeiten. Also das Künstler, Künstlerin sein in postkommunistischen Gesellschaften ist dabei genauso Thema wie auch die Konzentrationen von Kapital, Aufmerksamkeit im westlichen Kunstbetrieb. Die Fetischisierung von Kunst wird parodiert, Original und Reproduktion werden gegeneinander ausgespielt. Ich habe ja auch schon gesehen, dass der Kopierer ganz eifrig genutzt wird und dass so und so viele von Ihnen sich schon einen Jakob Ferry kopiert haben. Ich möchte mich auch an dieser Stelle sehr herzlich an Herrn Brühl und an Herrn Schulz wenden und sagen, dass es ein großes Vergnügen war, mit Ihnen diesen Preis über diese 5 Jahre zu entwickeln. Es ist ganz außergewöhnlich, dass man auch so einen Enthusiasmus entwickelt. Und ich würde sagen, es gibt eine Qualität, die sich der Intensivierung dieser Beziehung verdankt. Und das sieht man auch in dieser Ausstellung ganz gut. Herzlichen Dank. Jetzt spreche ich noch Herrn Brühl. Wir eröffnen heute also, ich bin bloß etwas erkältet, versuche das Mikrofon gut zu nutzen, unsere Ausstellung Alpha 2000 Kunstpreis Europas Zukunft, in dem wir eben die genannten 5 Künstler aus 5 verschiedenen europäischen Nationen sehen. Sie sind die Preisträger von Beginn an und für mich ist die Ausstellung aus mehreren Gründen erfreulich und auch bedeutend.
die Ausstellung, und das ist eine ganz persönliche Sicht für uns als Stifter des Preises, eröffnet erstmalig einen Blick auf alle diese Preisträger. Und somit werden Sie zum Abschluss unseres ersten, sagen wir mal, Zyklus der ersten 5 Jahre für viele Beteiligte diese Kunstwerke und die Künstler überhaupt erstmal sichtbar und greifbar. Das, wofür und warum der Preis verliehen wurde, kann erstmalig betrachtet werden und wird sichtbar und fassbar gemacht. Und so kann auch der Teil des Ansinns des Kunstpreises seine Wirkung entfalten, der im Austausch zwischen den Ländern und Kulturen liegt und in der Beschäftigung miteinander, mit der Kunst, mit den Beweggründen und Ausdrucksformen. In jeder Generation, wenn wir von uns reden, vereinigen sich alle Werte eines Wissens ihrer Vorgänger. Wir sind sozusagen Ziel aller unserer Vorläufer. Und gleichzeitig sind wir Beginn für alle nachfolgenden Generationen. Was wir nicht neu schaffen, was wir nicht vermitteln, was wir nicht erhalten, das steht unseren nachfolgenden Generationen, unseren Nachkommen nicht zur Verfügung. Und dies kann aus meiner Sicht auch für eine Mittlerrolle zwischen Ost und West gelten. Insbesondere die deutschen Gebiete, die ehemals zum Osten zählten und heute zum Westen zählen, können idealerweise diesen Austausch fördern und die Auseinandersetzung stattfinden lassen. Insofern wird neben der Förderung junger und unbekannter Künstler Neues zu schaffen, der ursprüngliche Gedanke, die anfängliche Motivation des Preises im besten Sinne deutlich. Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen GFZK und Alpha 2000, hier die ideelle Welt, ich meine die Galerie für zeitgenössische Kunst, die durchaus mit materiellen Sorgen kämpft, und dort die profane materielle Welt, ich meine Alpha 2000, die sich durchaus auch ideellen Sinnfragen zu stellen hat, finden in einer, wie ich meine, wundervollen Ergänzung zueinander. Wundervoll, weil man etwas gemeinsam im Bereich Kunst, was ich als Unternehmer nicht unbedingt aus unternehmerischer Sicht aufbringe, etwas gemeinsam aufzubauen und zu entwickeln, wenn man sich aufeinander einlässt. Und beispielhaft ist das, weil es zeigt, dass man dadurch aktiv Kulturförderung und Sponsoring umsetzen kann, auch wenn man kein Großunternehmen ist. Ich hoffe, Ihnen macht die Ausstellung beim Betrachten genauso viel Spaß wie mir oder uns beim Erarbeiten. Und ich hoffe, Sie entdecken dabei das Positive, was mich in den letzten Jahren in den Bann gezogen hat, wenn Sie sich die Werke der unterschiedlichen Künstler ansehen. Meinen tiefsten Dank. Von ganzem Herzen möchte ich denen ausdrücken, die das ermöglicht haben, also allen Beteiligten der GFZK. Sofort ist natürlich noch Dr. Steiner und die Lina Koralova. Und nicht zuletzt allen Kunden und Mitarbeitern von Alpha 2000, die es ja auch mit beigetragen haben, zu ermöglichen. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Abend und ja, viel Freude. Vielen Dank. Ein Stück Papier drauf. Ja, der Kunstpreis Europas Zukunft wurde 2003 aus dem Wunsch heraus ins Leben gerufen, junge Künstler und Künstlerinnen aus postsozialistischen Ländern für ihre künstlerische Arbeit auszuzeichnen. Die heutige Ausstellung, die wir im Rahmen von Carte Blanche eröffnen, zeigt Arbeiten der 5 Preisträger und Preisträgerinnen des Kunst. Bei der Auswahl der Arbeiten waren wir manchmal mit Kunstwerken konfrontiert, die eine überraschende Richtung genommen hatten und nicht dem entsprachen, was wir vor 1 oder 2 Jahren von dem jeweiligen Preisträger, Preisträgerin gesehen hatten. Doch das liegt im Sinn eines solchen Preises, dass er die Möglichkeit bietet, auch neue Wege zu beschreiben. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich den Künstler und Künstlerinnen danken. Ein sehr großes Dankeschön geht auch an Herrn Matthias Brühl für die sehr angenehme Zusammenarbeit, und vielleicht können wir nochmal eine Aufstellung gemeinsam kuratieren. In 5 Jahren. Okay, sehr gerne. Danke auch Ihnen. Danke für die Aufmerksamkeit.